Lisa, du hast den Schal von Uli Hoeneß hinter dir. Uli Hoeneß hat immer geträumt vom FC Bayern Deutschland. Aber jetzt haben wir sieben Franzosen in der Mannschaft und es ist eigentlich schon fast der FC Bayern Frankreich. Wie gefällt dir diese Mannschaft? This is what is Bayern? Das ist Bayern etwas, is was Bayern driven by ausmacht. Bayern ist rules ein and bayerischer rules Verein, and ein pressure deutscher from the Verein, institutions. It's a aber way auch of ein weltoffener Verein. reward you. Ich finde das gut So und I möchte think nicht it's good sagen, dass like Bayern that. eine And französische I don't Mannschaft want to ist. say that Bayern is a French team. It's not that, you know. Das ist I'm es nicht. very happy that Ich the freue French mich sehr, players dass die they have französischen success Spieler erfolgreich in sind bei Bayern. Bayern. And I'm very Ich happy war einer that der ersten I oder was der erste, der eine one of sehr the lange first Zeit geblieben ist. or the first who stay a really long time, you know. And I'm happy that after that, you know, Und ich Willy freue mich, dass Sagnol, danach Spieler wie Willy Fonsi, Sagnol, Franck Kingsley Ribéry, Coman Kingsley now, Coman auch erfolgreich waren. the Die French französischen Spieler players, they haben have Erfolg bei success Bayern und with Bayern hat Bayern Erfolg and mit Bayern have französischen success Spielern. with the French players. In meinem Augen warst du der beste Linksverteidiger, den ich als Reporter beim FC Bayern gesehen habe. Jetzt haben wir ein paar. Einer ist Franzose, Lucas Hernandez kann spielen dort und Alphonso Davies. Wer gefällt dir dort besser? It depends on the system. Es kommt auf das System an. Lucas Hernandez ist für mich der Beste, wenn du mit einer Viererkette spielst. Er ist sowohl defensiv als auch offensiv sehr gut. Wenn du mit Dreierkette spielst und höher spielen kannst, ist Alphonso Davies sehr gut. Er ist fantastisch in der Offensive. Für mich ist es mehr eine Frage nach der Taktik, weil sie nicht die gleichen Spielertypen sind. Benjamin Pavard kann auch Innenverteidiger spielen, aber er kann auch Rechtsverteidiger spielen, wie er es in der französischen Nationalmannschaft getan hat. Wo gefällt er dir besser? I think he can be okay, Ich you denke, know, er ist okay auf both beiden positions. Positionen. Frankreich hat das With System France, gewechselt. Sie spielen nun mit einer Dreierkette yes, und dadurch muss France er in changed einer the system offensiveren and Position now, you spielen, know, they play was aber nicht attacking gut für defense. ihn ist. So he is in a position where he have to be more offensive and this is not good for him because it's not a player. He is Er ist in der better Defensive in the stärker als in defensive der aspect Offensive. and offensive aspects regarding my point of view. And so Er kann auch auf der he rechten Seite play spielen, aber du on the kannst ihn right nicht side. zu offensiv einsetzen. But you can't ask him to play too much in the offensive. And also he can play in Daher denke central ich, defense, but dass er in maybe einer he will besseren be Position wäre, in einer Dreierkette in mit better drei position zentralen if he's the Innenverteidigern, defense at wo er auch auf der rechten Seite critical spielen point kann. and playing on Vielleicht wäre diese the right Position für side, ihn you gut. know. Maybe this position can be good for him. Einen haben wir noch, einen Franzosen, Corentin Tolisso. Er kam für 41,5 Millionen Euro nach München, war leider sehr, sehr oft verletzt, aber jetzt spielt er wieder und plötzlich kann sich Bayern vorstellen, doch mit ihm zu verlängern. Was glaubst du bei ihm? Wird er bleiben und wer ist die richtige Entscheidung, um zu zeigen, wie gut? Yeah, when he arrived, I said, this is a very good player. Very good Als er player. ankam, habe ich And gesagt, dass er ein sehr guter I was Spieler sure sei. that Ich war mir sicher, dass er gut zum Verein passen würde. he will find the good adaptation to the club. But the problem, he had so many injuries. And Aber er hatte so viele when you have Verletzungen. injury, you have Und to wenn du fight so oft against verletzt the bist, injuries. musst You du have dich to fight zurückkämpfen und zu deiner besten to Fitness find your zurückfinden. best fitness. And so it was always like that, you know. Now it's better, the situation Und for him. darum ging es eine lange Zeit bei ihm. Nun hat sich But seine the Situation injury didn't verbessert, help him aber to die ganzen be good Verletzungen haben ihm as nicht dabei he can. geholfen, dass er so And gut ist, wie also, er sein you kann. know, you have the world-class player in the middle field. You have Und Kimmich außerdem and you have hast du zwei Goretzka. Weltklasse-Mittelfeldspieler. Du hast And Kimmich und so the Goretzka. situation is Und daher ist die really Situation nicht difficult einfach, in the wenn du middle mit zwei field. zentralen Mittelfeldspielern spielst, Goretzka, Goretzka Kimmich, und they are Kimmich. so fantastic player that you have to be 100% Da musst fit du to cover up 100% all fit those sein, um eine injuries. Chance zu haben. So I hope for him that Ich he hoffe, will dass Tolisso nun now häufiger play spielt, dass er offense verletzungsfrei and bleibt, have no weil dann kann injuries. er seine ganze Like Qualität this, abrufen und he für can Bayern ein play Mehrwert at sein. his top, Ich you know. drücke ihm auf jeden Fall die And Daumen und natürlich this auch is what Bayern. he can give to Bayern. I hope for him. And I hope for Bayern, of course. Falls Tolisso geht, Bayern beobachtet andere Spieler und schon wieder ist ein Franzose dabei. Boubacar Camara von Olympique Marseille. Wie findest du ihn als Spieler? Du siehst ihn in der französischen Liga. Hat er dieses Niveau? Was für ein Typ Spieler ist er?
It's difficult to know, you know, if he can play to Bayern or not, because you know. Es ist schwer zu sagen, ob er zu Bayern passt oder nicht. Du kannst zu Bayern wechseln und siehst dann erst, ob du das Level hast oder nicht. Denn das Level bei Bayern ist sehr hoch. Die Spieler sind so gut, sodass du erstmal ankommen musst, um zu sehen, ob du das Niveau hast. But the concurrence in the midfield in Bayern. Aber die Konkurrenz im Mittelfeld bei Bayern ist so groß. Ich habe Goretzka angesprochen. Kimmich, Weltklasse Spieler. Dazu kommt noch Tolisso, auch ein großartiger Spieler. With a very good player. And so, daher ist die Position nicht leicht, um viel Einsatzzeit zu bekommen. Lisa, 2001 war dein großer Moment. Du hast die Champions League mit Bayern gewonnen. Wir haben jetzt wieder sehr, sehr viele Franzosen dabei. Sind die Chancen für den FC Bayern dieses Jahr in der Champions League hoch? Sind sie der Top-Favorit für dich? Yes, Bayern is in the top three for me. Ja, Bayern zählt für mich zu den Top 3, neben Manchester City und Paris Saint-Germain. Maybe this year it will be a little bit complicated. Vielleicht könnte es dieses Jahr etwas komplizierter werden, weil die Abwehr noch nicht so eingespielt ist. Because the defense is new. You play with Hernandez, you play. Die Abwehr ist neu. Du spielst mit Hernandez, mit Süle, mit Upamecano. Daher musst du erstmal die richtige Balance in der Verteidigung finden. You have to find the good balance, you know, in this central defense. And so at the level of the Champions League. Und wenn du in der Champions League da nicht perfekt bist, kann sowas schnell teuer werden. Pay cash, you know. But regarding the midfield, regarding the offensive player. Aber wenn wir das Mittelfeld und die Offensive betrachten, das Zusammenspiel in der Mannschaft, dann sind sie sehr, sehr gut. The talent is so big.